Wenn du noch neu am Bass bist und noch nicht so richtig den Check hast, wie das mit der richtigen Körperhaltung funktioniert, wie du den Bass am Gurt richtig trägst, in welcher Höhe der sein sollte, wie die linke Hand greift, wie die rechte Hand anschlägt, dann ist das Video jetzt genau das Richtige für dich. Hi, ich bin Dennis Busch von BassCoach.de und heute schauen wir uns alles an, was du wissen musst, wenn du gerade mit dem Bass startest. Wir schauen uns einmal die richtige Haltung vom Bass an, also wie du den am besten am Gurt befestigst, wie du den am besten auf dem Schoß balancierst und die Greifweise mit der linken Hand. Außerdem schauen wir, wie du am besten und gesündesten mit der linken Hand greifst und die Basics, wie du mit der rechten Hand anschlagen musst. Fangen wir erstmal mit der Haltung am Gurt an. Das Prinzip beim Bass am Gurt ist im Grunde recht simpel. Eigentlich geht es nur darum, dass du den in der Höhe hast, die für dich bequem ist zu spielen. So, am Anfang weißt du wahrscheinlich noch nicht, was für dich bequem ist. Daher gibt es so eine Daumenregel. Und zwar musst du mit der linken Hand gut rankommen. Das heißt, er darf nicht zu tief sein, also zu tief. Aber du musst auch mit der rechten Hand gut drankommen, ohne dir das Handgelenk zu sehr abzuknicken. Das heißt, er darf auch nicht zu hoch sein. Dazu kommt, dass du das, was du übst, ja auch auf der Bühne oder im Proberaum so abspielen willst. Das heißt, du brauchst beim Üben so eine Position, wie du sie dann beim Spielen auch tatsächlich einnimmst. Am sinnvollsten ist es dann, wenn der Bass beim Üben in der gleichen Höhe ist wie beim Spielen. Und das würde bedeuten, dass wenn du im Sitzen übst, der Bass im Sitzen, wenn er auf deinem Schoß liegt, in der gleichen Höhe ist, wie wenn du stehst. Also, dass du deinen Gurt so einstellst, dass er dann eben in beiden Situationen in der gleichen Höhe hängt. Das kannst du einfach so machen. Du setzt dich hin, nimmst deinen Bass auf den Schoß und dann stellst du deinen Gurt so ein, dass der Bass weiterhin auf dem Schoß aufliegt, aber gleichzeitig stramm am Gurt ist. Und dann siehst du hier, ja, er schwebt so minimal drüber über meinem Schoß, das ist auch okay. Und wenn ich aufstehe, bleibt er in der gleichen Höhe hängen. Und so habe ich, wenn ich übe und bei mir am Tisch sitze, spiele, habe ich genau die gleiche Haltung vom Körper her und von den Händen her, wie wenn ich dann auf der Bühne stehe oder in der Probe. Für eine gesunde Körperhaltung solltest du darauf achten, dass du einen möglichst breiten Bassgurt hast. Der ist so, ja, wie breit ist das? 7 cm breit oder so, dass sich das Gewicht schön auf deine Schultern verteilt. Bässe sind meist ein bisschen schwerer als Gitarren und wenn du länger probst oder auf der Bühne stehst, dann macht sich das Gewicht schon ganz schön bemerkbar auf den Schultern. Wenn du sitzt, solltest du darauf achten, dass du einen möglichst geraden Rücken behältst, allerdings ohne dich zu verkrampfen. Also du musst einerseits darauf achten, dass du nicht krumm sitzt wie so ein C. Andererseits musst du natürlich auch darauf achten, dass du dich nicht zu sehr versteifst, weil sonst kommt nämlich auch kein locker, flockiger Groove raus. Wann immer dir das einfällt, richte dich einfach nochmal auf und überleg mal, ob das gerade eine gesunde Körperhaltung ist. Kommen wir zur Haltung der linken Hand. Bei der Haltung der linken Hand muss man sagen, dass es so einen riesen Sinn macht, das sofort von Anfang an richtig zu lernen. Du glaubst nicht, wie viele Leute ich schon in meinem Unterricht hatte, die schon jahrelang gespielt haben und sich einfach eine ungesunde, ineffektive Greifweise angewöhnt haben mit links, die dann nur sehr, sehr, sehr schwer wieder loswerden konnten. Klar macht Sinn, einfach drauf loszuspielen, weil dann die Begeisterung oben bleibt. Aber wenn du langfristig Spaß an der Sache behalten willst und auch immer besser werden willst, dann ist es wichtig, dass du dir von Anfang an oder so früh wie möglich, sagen wir mal, die effizientest mögliche Greifweise aneignest. Und die sieht so aus. Also die generelle Regel ist im Grunde ganz einfach. Wir müssen von vorne mit den Fingern auf die Saiten drücken, die Saiten runterdrücken. Und das funktioniert mit so einer Art Pinzettengriff, wie man das als ein- bis zweijähriges Kind schon lernt. Pinzettengriff ist dieser Griff mit dem Zeigefinger zum Daumen, aber auch mit dem Mittelfinger zum Daumen, mit dem Ringfinger zum Daumen, mit dem kleinen Finger zum Daumen. Das sind im Grunde die Bewegungen, die wir machen, wenn wir einen Ton greifen. Und du kannst dir vorstellen, dass dieser Pinzettengriff vor allem dann funktioniert, wenn der Daumen auch gegenüber von den anderen Fingern ist. Also, so kann ich diesen Pinzettengriff gut machen. Beim Bass sieht das dann so aus. Du siehst jetzt, dass mein Daumen nicht immer genau gegenüber von jedem einzelnen Finger ist. Das würde ja heißen, dass ich mit dem Daumen auf der Rückseite hin und her greifen muss, je nachdem, mit welchem Finger ich greife. Sondern der Daumen bleibt in einer Griffposition auch an einer Stelle so ungefähr gegenüber dem Mittelfinger oder in der Mitte zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Dabei ist der Daumen gerade, ausgestreckt, nicht gekrümmt und ungefähr in der Mitte vom Hals. Nicht zu tief, sonst kriegen wir einen Knick im Handgelenk. Nicht zu hoch,
sonst können wir vorne nicht mehr vernünftig greifen, sondern mittig. Dabei achten wir vor allem darauf, dass sich unser Handgelenk nicht zu sehr abknickt. Also ungesund ist diese Haltung, wenn das Handgelenk so in 90 Grad Winkel geht. Und ich kann ein Lied davon singen, ich habe mir in jungen Jahren eine chronische Handgelenkverletzung hier zugezogen, dadurch, dass ich immer in einer beschissenen Position gespielt habe. Also lass dir das wenigstens eine Lehre sein. Sondern wir achten darauf, dass das Handgelenk möglichst gerade ist. Es geht nicht immer ganz gerade, aber wir sollten versuchen, diesen Knick hier so gering wie möglich zu halten. Also so ist gut. Und so ist nicht so gut. Ich merke das auch direkt im Handgelenk. Fies. Gleichzeitig sollten wir darauf achten, dass unsere Finger immer direkt über den Seiten schweben. Also dass sie nicht hier irgendwo sind, sondern dass die quasi wie Feuerwehrmänner bereit sind, sofort loszulegen. Dafür macht Sinn, die Hand im 90-Grad-Winkel zum Griffbrett zu halten. Also dass die Finger von unten alle gerade nach oben zeigen übers Griffbrett. Bei vielen passiert es ganz leicht, dass die Hand so nach außen knickt. Das ist am Anfang gemütlicher, weil nur die ersten beiden Finger oft trainiert sind. Das meiste macht man so im Leben nicht mit dem linken kleinen Finger, mit dem linken Ringfinger auch eher nicht, sondern die beiden Finger sind am trainiertesten in der Regel. Und deshalb fühlt man sich gerade als Anfänger am wohlsten, nur mit diesen zwei Fingern zu spielen. Und dadurch schleicht sich dann diese Haltung ein, dass man so greift. Und sobald man dann mit dem Ringfinger oder dem kleinen Finger was spielen muss, muss man dann so rüberlangen. Das ist natürlich total ineffizient und deshalb lass uns von Anfang an darauf achten, die Finger alle direkt parat zu haben. Du musst dir das vorstellen, wie so die Buchstabenhämmer von so einer Schreibmaschine, die ja auch nicht von rechts angesprungen kommen oder von links oder von irgendeiner Seite, sondern die immer genau an der gleichen Position sitzen und nur darauf warten, an die richtige Stelle hämmern zu dürfen. Und so sollten auch deine vier Finger hier sein. Dabei macht es besonders am Anfang Sinn, wenn wir erstmal für jeden Bund einen Finger reservieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Bereich vom 5. bis zum 8. Bund ungefähr sind, das ist jetzt mal unsere Lage, in der wir uns gerade befinden, dann reservieren wir für jeden Bund einen Finger. Das heißt, der Zeigefinger ist zuständig für den 5., der Mittelfinger ist zuständig für den 6., der Ringfinger ist zuständig für den 7. und der kleine Finger ist zuständig für den 8. Bund, egal auf welcher Seite wir jetzt spielen. Das ist in den allermeisten Fällen die effektivste Greifweise für viele Basslinien, für viele Tonleitern und generell eine total super Daumenregel, um effektiv alles zu greifen. Kommen wir zur rechten Hand. Die rechte Hand hat zwei Aufgaben. Einerseits natürlich das Spielen der Töne, andererseits aber auch das Dämpfen der Töne, die man nicht spielt. Fangen wir mit dem Spielen an. Um die Saiten anzuschlagen, legen wir unseren Daumen zuallererst auf den Tonabnehmer. Von hier aus können wir ganz wunderbar die E-Saite spielen. Das machen wir mit dem Wechselschlag. Wechselschlag heißt, ich spiele mit dem Zeige- und dem Mittelfinger abwechselnd. Das ist eine sehr gerade Bewegung und sieht ein bisschen aus wie Laufen. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nicht wie Fahrradfahren. Also wir schlagen die Saite an mit einem Finger und der Finger landet dann darunter auf dem Daumen. Zeigefinger schlägt die Saite durch, landet auf dem Daumen. Mittelfinger schlägt die Saite durch, landet auf dem Daumen. Und so weiter. Die linke Hand liegt dabei gemütlich auf den übrigen Saiten, die gerade nicht gespielt werden. Ist alles gut. Wir spielen die E-Saite und alle anderen Saiten sind gedämpft. Wenn wir jetzt die A-Saite spielen, können wir mit dem Daumen auf dem Tonabnehmer bleiben. Wir schlagen die A-Saite an, genau wie eben. Mit diesem Wechselschlag. Nur landen hierbei jetzt die Finger nach dem Anschlagen nicht auf dem Daumen, sondern auf der darunterliegenden E-Saite. Die linke Hand liegt immer noch gemütlich auf den übrigen zwei Saiten, der D- und der G-Saite. Also haben wir die A-Saite, die wir spielen. Die D- und G-Saite, die durch die linke Hand gedämpft wird. Und die E-Saite, die dadurch gedämpft wird, also gemutet, stumm gehalten, dass wir immer wieder mit dem Finger darauf landen, wenn wir die A-Saite angespielt haben.
Das heißt, wenn wir jetzt die E-Saite gespielt haben und wenn wir die A-Saite gespielt haben, haben wir immer jede Saite abgestoppt, die gerade nicht gespielt wurde. Warum das so wichtig ist, sage ich dir gerne. Du musst bedenken, dass die Schwingungen von einer Saite eine andere mit in Schwingung versetzen können, auch wenn man die überhaupt gar nicht anschlägt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf der D-Saite ein E spiele und dann alles abdämpfe, hört man auf der E-Saite so ein leichtes Mitsummen. Gehört? Und um das zu verhindern, müssen wir eben mit irgendeiner Hand, mit irgendeinem Finger immer alle Saiten berühren, die wir gerade nicht spielen. Klingt am Anfang komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Bisher haben wir das ja total intuitiv genau richtig gemacht. Aber was ist denn jetzt, wenn wir nicht die E-Saite und die A-Saite spielen, sondern die D-Saite spielen und gleichzeitig den Daumen auf dem Tonabnehmer behalten? Dann siehst du, ich kann mit links immer noch entspannt die G-Saite dämpfen, mache ich eh, wenn meine Hand hier so rumliegt. Ich spiele die D-Saite, das ist cool. Ich berühre die A-Saite immer beim Spielen mit dem Finger, der gerade was gespielt hat, landet dann auf der A-Saite, genau wie eben mit der E-Saite. Aber die E-Saite, die liegt jetzt total frei und kann in Schwingung geraten. Also was ist jetzt der nächste mögliche Schritt, den wir tun können? Wir rutschen mit dem Daumen vom Pickup auf die E-Saite. Und jetzt spielen wir D, haben die A-Saite gedämpft dadurch, dass wir da mit den Fingern drauf landen, haben die E-Saite gedämpft, dadurch, dass wir mit dem Daumen drauf liegen. Also wenn wir E-Saite spielen, haben wir alles gedämpft. Wenn wir die A-Saite spielen, haben wir alles gedämpft. Wenn wir die D-Saite spielen, haben wir alles gedämpft. Bleibt jetzt noch die G-Saite. Wenn ich nämlich jetzt den Daumen auf der E-Saite behalte und die G-Saite spiele, dann, siehst du, ist meine A-Saite total ungedämpft und kann frei schwingen. Was ich also jetzt machen kann, ist vom E den Daumen auf die A-Saite nehmen und gleichzeitig die E-Saite so ein bisschen mit berühren. So kann ich die G-Saite spielen, dämpfe gleichzeitig die D-Saite, weil ich da mit den Fingern drauf lande, dämpfe die A-Saite mit dem Daumen und dämpfe auch die E-Saite mit dem Daumen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich die E-Saite spiele, habe ich einen Daumen auf dem Tonabnehmer. Wenn ich die A-Saite spiele, kann ich den Daumen auch noch auf dem Tonabnehmer haben. Kein Problem. Wenn ich die D-Saite spiele, muss ich nachrutschen mit dem Daumen auf die E-Saite, damit die auch wieder gedämpft ist. Und wenn ich die G-Saite spiele, dann muss ich mit dem Daumen auf die A-Saite rutschen, damit die wieder gedämpft ist. Und die E-Saite. Ich weiß, dass das für den Anfang eine ganze Menge Holz ist, aber keine Sorge, das wirkt jetzt nur so viel. Wenn du dich mit Begeisterung regelmäßig an den Bass setzt und diese Lektion immer so ein bisschen im Hinterkopf behältst und nicht vergisst, dann geht es ratzfatz in Fleisch und Blut über und irgendwann brauchst du dir überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und wenn du Bock hast, begleite ich dich natürlich dabei. Dafür kannst du ganz einfach hier meinen Kanal abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich und hinterlass mir einen Kommentar. Ich plane nämlich gerade ein neues Segment, in dem ich ganz explizit im Videoformat die Fragen unter meinen YouTube-Videos beantworte. Also wenn du noch eine Frage hast, frag gerne nach. Du kriegst höchstwahrscheinlich eine Antwort. Fast versprochen. Mach's gut. Hau rein.